Oh, warte, warte, wir brauchen ein Stroboskop. Wir laufen, lass einfach weiter, schneiden wir digital raus. Piu, piu. Herzlich willkommen. Wir haben keinen Nebel, aber wir machen das als digitalen Bildeffekt drüber. Aber damit niemand merkt, dass es kein Nebel ist, weil der normalerweise so zischt, mache ich, das ist kaum sichtbar fürs menschliche Auge, aber ich mache so ein Zischgeräusch, damit Thomas nachher nur über das Bild so einen kleinen Nebel drüber. Ist das schon der Beginn unserer Sendung, Georg? Ja. Achso, herzlich willkommen zur Georg und Jockel Show. Und wir machen es kurz. Auch heute haben wir wieder einen tollen Gast. Ich spucke ein bisschen. Hat eine kurze Anreise, wohnt ja auch in Hamburg. Herzlich willkommen. Red doch nicht so viel. Ich habe da schon das Stroboskop an. Das kostet alles Geld. Budi, komm rein. Sehr gut. Das können wir alles digital bearbeiten. Budi, komm, nimm Platz. Hallo, guten Tag. Wo ist denn dein Kaffee? Habe ich schon Mackey-Eggs. Möchtest du noch einen Kaffee? Och, das wäre schon der dritte, also. Das wäre heute, glaube ich, der achte. Habt ihr die Tassen von der Kirche geklaut? Das ist eine Kirchentasse. Haben wir Geschenke gekriegt, als wir hier eingezogen sind. Ach, deswegen fühle ich mich so wohl. Ja. Schön hier zu sein, ich freue mich sehr. Du hast ja auch lange gefragt, ob du mal Gast sein darfst. Ja. Jetzt in der fünften Sendung haben wir es dann endlich geschafft, dich auch mal einladen zu können. Das ist dieses Ding mit dieser Angst. Mhm. Und wenn man sich vorher die Sendung angeguckt hat, dann muss man erstmal diese Angst überwinden. Wovor hast du Angst? Vor euch. Wieso? Achso, ich dachte, du meinst davor, in die Fußstapfen der anderen Superstars auch treten auch, zu können. Auch, die haben es ja alle wirklich sehr souverän gelöst. Also bis auf diesen einen Typen. Etienne meinst du? Genau, der war nicht so gut, den fand ich nicht so lustig. Der erste, ne? Ja, das ist eine Pilotsendung. Haben wir auch gemerkt. Ja, aber wir haben das einmal produziert gehabt und dann mussten wir es halt irgendwie auch ausstrahlen. Und so tut uns auch ein bisschen leid für die Zuschauer. Ist in Ordnung. Der ist an sich ganz Angst, nett. Finde ich auch. Ist auch immer blöd, irgendwie gegen Eddie zu treten. Ne? Respekt habe ich vor allen Dingen euch gegenüber. Ihr habt ja uns und mir sehr viel beigebracht. Immer. Wir lassen ihn kann mal man aus- gar nicht so ausreden. Wir lassen ihn mal ausreden. Nö, ja, das erzähl alles mal. Alles nicht geplant. Was haben wir dir denn beigebracht? Was? Reden. Reden? Was viele ja vergessen wissen, zu reden? Als Budi nach Deutschland kam, da hat er noch kein Wort Deutsch gesprochen und dann habe ich mich halt hingesetzt vor die Bündel in so einem Weidenkörbchen. Der kam ja von der Kap Anamur aus Asien nach Deutschland. Habe ihm jeden Morgen so ein bisschen Reis gegeben. Das ist wie so Mogli, ne? So ein, ja. So ähnlich war das. Ja. Und habe ihm unsere Sprache halt beigebracht. Ja, und dann ging es weiter. Anzeichen. Nee. Reden lernen, dann moderieren. Georg hat mir Reden und Moderieren beigebracht. Du hast mir Saufen beigebracht. Was? Also eigentlich alles, was man braucht hier so lange scheinbar. Wir haben das schon mal irgendwann rekapituliert, als wir bei euch waren vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren oder so. Aber lass uns das nochmal kurz durchgehen. Und zwar war das bei Giga. Wir waren beide bei Giga. Jochen war bei der Nachmittagssendung bei Giga Green. Mhm. Ich war bei der Games-Sendung bei Giga Games. Und du warst am Anfang Praktikant bei Green, glaube ich, ne? Genau, ja. Und wenn ich mich recht entsinne, korrigiere mich, wenn du es besser weißt, war es so, dass wir für die Games-Sendung ein Casting gemacht haben. Ja. Und alle möglichen Leute eingeladen haben. Aber du warst ursprünglich gar nicht eingeladen beim Casting. Genau. Du kamst aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wegen irgendwas anderem rüber. Ne? Also wir hatten die Studios ja so ein paar hundert Meter auseinander. Also wir hatten den Container bei Giga Games. Studio ist natürlich, das sah von innen aus wie ein Studio und von außen war es ein Blechcontainer. Und Green hatte diesen Palast in der, was war das, Kaistraße 3? Kaistraße 3, ja. Der war warm im Winter. Ja. Genau. Der hatte Türen. Ich glaube, dann hab ich dich genötigt, auch beim Casting mitzumachen, oder? Also es war so, ich hab bei Green, bei der Nachmittagssendung angefangen, ursprünglich tatsächlich wegen Jugendpolitik. Das war eigentlich mein Streben, deswegen bin ich rübergegangen. Das war mein Bereich damals. Real. Giga Update hieß das. Genau, Update hieß es und später ist es real geworden. Genau. Und wie schockiert du, wie schockierst du guckst. Das klingt so geil, wenn du das später deswegen mir gekommen. Später ist es real geworden. Mhm. Oh, toll. Aber so hieß die Sendung. Giga Real hieß die früher. Ja. Nee, Jugendpolitik ist nicht real geworden bei uns. Nein, das war, ich wusste auch gar nicht, was Giga alles macht. Ich wusste, dass die alles machen irgendwie. Das ist das, was ich in der Schulzeit noch in mein Gehirn gekriegt habe. Und dann habe ich mich beworben als Praktikant, bin dann zur Nachmittagssendung gekommen und erst da habe ich gerafft, während ich das Praktikum gemacht habe, dass es den lustigen, bösen Bruder in der Nachtschiene gibt, in der Abendschiene. Das war halt Giga Games. Aber ich habe das selber, als ich, bevor ich nach Düsseldorf gezogen bin, überhaupt gar nicht mehr gekriegt. Und dann haben die aber auch durch das meine war Bewerbung aber übrigens oft so, das ging vielen so. Dass, also gerade bei vielen, die ein Praktikum bei uns machen wollten, dass die nicht so wirklich eine Idee hatten, was Giga eigentlich macht.
Ich glaube, Giga hatte selber keine richtige Idee. Das ist vielleicht der Punkt. Ja. Stimmt. Ja, möglicherweise. Okay, dann bist du da hingegangen, wolltest Politik machen. Ja, und dann musste ich erstmal Zahlen machen. Zahlen? Ja. Wie Zahlen? Meine erste Aufgabe am allerersten Tag war ein redaktionelles Praktikum und ich musste als erstes, also das war ja die Zeit vor StudiVZ, vor Facebook, vor Twitter etc. Und Page Impressions waren relativ wichtig fürs Geschäft. Das ist auch richtig gut, dass man so sensitive Daten möglichst dem Praktikanten gibt, der den ersten Tag da ist. Ne? Mein Vorgänger oder meine Vorgängerin, ich weiß es leider echt nicht mehr, die habe ich nämlich nicht, die Person habe ich nicht kennengelernt, die ist auch gegangen, weil die keinen Bock mehr drauf hatte. Weil die erste Aufgabe, die ich bekommen habe, war tatsächlich von einer Internetseite, jeden einzelnen Link, die Klicks auszuwerten und in eine Excel-Tabelle zu übertragen. Und das aber so gewissenhaft wie möglich. Und in der ersten Woche habe ich tatsächlich keinen Witz, in der allerersten Woche habe ich auch wirklich volle 8 Stunden dafür gebraucht, um all diese Daten zu übertragen. Die Ostergewinnwiese habe ich gehasst. Wisst ihr warum? Ostergewinnwiese. Weil da einfach mal 400 neue Links plötzlich waren, die natürlich wie bescheuert geklickt wurden. Das müssen wir kurz erklären. Ostergewinnwiese, das war so, wir mussten ja Page Impressions damals auch steigern, damit wir Werbekunden an Land ziehen konnten. Da hatten wir zu Ostern und glaube ich auch zu Weihnachten eine Webseite gehabt mit ganz vielen Feldern, die erstmal nicht sichtbar waren und man musste sich durch diese Wiese klicken und an vielen Stellen waren Gewinne. Ja, also man konnte hinter irgendeinem Pixel oder so lag dann halt ein Gewinnlink. Ja. Und alles war praktisch dann ein Link, den du exakt auf die, aber auch, und deswegen, das ist ja ein bisschen Clickbait gewesen. Ja, ein bisschen ist gut. Auch die Klicks, die halt keinen Link getroffen haben, waren ja auch ein Link. Also entsprechend hatte ich dann nochmal, und dafür habe ich am Anfang 8 Stunden gebraucht und irgendwann habe ich da so ein bisschen ein Spiel draus gemacht und hoffe, dass ich die Zahlen auch korrekt übergeben habe, aber in der Kontrolle war es auch immer so, dass ich dafür nur noch irgendwann weiß, dass ich da nach 2 Stunden durch war. Aber das war immer so das allererste, was ich gemacht habe. Rechts gucken und dann halt raustappen auf die andere Seite, immer Copy-Paste, 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 Copy-Paste. Ich hätte gedacht, dass du am Anfang eingeteilt warst für die ganzen Gewinne selber, weil da haben wir doch auch immer, jeder Praktikant, der neu kam, musste irgendwann in den Gewinnraum. Win-Keller, ja. Nee, da durfte ich, also ich durfte immer so vor das Gatter und durfte davon träumen, weil da stand irgendwann Motorrad drin. Einfach wirklich, da stand ein Motorrad drin. Hinter, einem riesengroßen, fetten Schlagzeug. Also dieser Windkeller war immer der Traum von, das war wie heißt die Sendung nochmal, für Kinder 1, 2 oder 3? Wo man, ja, ja. Dann, wo man sich die Geschenke aussuchen konnte. Boah, mit den Bällen, ne? So hat sich das für mich angefühlt. Ich weiß aber auch nicht, ob jemals diese Preise, außer diesen komischen Wind-TV-Karten, von denen wir, die wir immer verlost haben, bei den tatsächlichen Gewinnern angekommen sind oder ob es tatsächliche Gewinner gab. Natürlich. Meinst du? Ja, da waren die Praktikanten noch für zuständig. Ich glaube, sie haben betrogen. Aber jetzt habe ich schon... Und das war dein Job und dann hast du keinen Bock mehr drauf gehabt. Nee, dann, ich wollte, ich bin ja zum redaktionellen Praktikum da hingekommen und dann war Carsten... War dir nicht redaktionell genug? Exakt. exakt. Also Zahlen, Copy-Pasten. Gut, ist heute auch Redaktion. Wie arrogant von dir, echt. Erster Tag da als Praktikant, kriegst eine wertvolle, wichtige Aufgabe übertragen. Zahlen zusammen, rechnen aus den Links und Boni gleich. Hab ich keinen Bock mehr. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das durchgezogen. Fand's ja auch super. Und dann wurde ich aber eingesetzt als Redakteur für Carsten Konze, der den Nachmittags-Games-Bereich zu dem Zeitpunkt noch geleitet hat. Und ich habe dann total motiviert gefragt, okay, was hast du als Thema vor? Weiß nicht, such mir was raus. Und also hatte ich dann die Wahl, welche Spieler gibt es denn da draußen? Dann habe ich ihm halt mit ihm zusammen halt dann einfach die Themen ausgesucht und er hat sie dann gespielt. Das hat Spaß gemacht. Und zum Casting kam es tatsächlich, weil der Van Moll irgendwann so ein Booty Lee zu Bruce Lees Geburtstag so ein Video gemacht hat. Ich war zu dem Zeitpunkt der einzige Asiate neben Schuh. Aus dem Tech-Bereich damals? Aus dem Tech-Bereich, ja. Genau, mit Hüsel. Und das Video wohl ist bei Giga Games wohl ganz gut angekommen. Und daraufhin gab es dann eine Empfehlung. Versuchen wir es doch mal mit diesem Asiaten. Mhm. Wer hat die denn ausgesprochen, die Empfehlung? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube Pepper und ich, also das ist so, Pepper war, glaube ich, der. Von ihm habe ich auf jeden Fall die Mail bekommen, also von Stefan damals. Und so nahm das dann irgendwie seinen Lauf. Und dann habe ich euch auch kennengelernt, richtig, und das war schön, gute Zeit. Ja, auf jeden Fall, viel mitgenommen. Genau, das war. Kannst du dich noch an deine erste Sendung dann erinnern? Boah, ich kann mich sehr gut an das Training mit dir erinnern, Georg, das Coaching. Also muss man sich wirklich so vorstellen, man kriegt ja so ein Live, also so ein Ohr als Kommunikationsintercom mit der Regie und du hast einfach nur die ganze Zeit immer ein Ohr gestöhnt und Reis gesagt, Reis. Ich bestelle was heute hast Abend du gemacht? Pizza mit Käse, extra Käse, Salami. Was hast du gemacht? Reis.
mit einem neuen Kollegen, der on air geht. Ey, das war super. Das war kein Witz. Das war die beste Schule. Das war die beste Schule für mich. Die Schäm dich. Nein, das war ja nichts Anzügliches. Also glaube ich, hoffe ich. Alter, Georg, was hast du gemacht? Nein, das war super. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht und es hat mir sehr viel geholfen tatsächlich. Also da habe ich gelernt, das Gehirn auszuschalten. Wichtige Eigenschaft. Sehr wichtige Eigenschaft, ja genau. Und einfach so raus. Das war super, da habe ich viel von gelernt. Ja. Und dann nahm dein Weg seinen Lauf. Jetzt schreiben viele, der bekannteste deutsche Games-Moderator, den es gibt. Und ich glaub, das schreiben viele? Ja. Ich glaube, weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, das liegt hauptsächlich daran, dass ich ein Asiate bin. Und so viele aber du Asiate bist doch gar nicht so eine Attention Whore. Normalerweise sind doch die bekanntesten immer die, die auch Wert darauf legen, dass sie die bekanntesten oder sind. Oder visuell, also äußerlich einfach so sein, leichter zu merken sind, weil wie gesagt so viele... Wie Georg halt früher. Ja. Das war ja der erste Bekannte. Ja. Genau. Philipp Rösler kennt auch jeder heutzutage. Wie? Weil Philipp Rösler, FDP, damals noch, ne? Ach so, den, ja. Ja, genau. Also, Kollegen. Der ist wahrscheinlich, ja genau, Verwandter von mir. Ja. Der eine Kolleg, der andere Games, ja. Nee, der andere Familie. Ich glaub, daran liegt das eher. Ja. Nee, aber... Aus einem anderen Dorf. Ja, Entschuldigung. Muss auch erstmal Fabrikarbeit und Zahlen machen, ja. Internetfabrik. Nee, so ist es gekommen und verrückt, also wirklich verrückt. Also innerliches Kopfschütteln hört auch nicht auf, wenn man so... Wie heißt das? Reminisziert, sagt man das? Reminisziert gefällt mir auf jeden Fall, ja. Knaller. Hast du mir das beigebracht, das Wort? Reis, reminiszieren. Bei Buddy war das Geile, ich weiß nicht, ob er das heute auch noch macht, aber ich glaube schon zum Teil, dass er immer irgendwelche Sprichwörter oder Redewendungen genommen hat und irgendwelche Wörter ersetzt hat, dass du dir teilweise dachtest, Moment, das ist nicht richtig so, aber wie ist es denn nochmal richtig? Kennst du das? Mhm. Kennst du nicht? Mhm. Doch, natürlich. Das kennt doch jeder. Und was meine Freundin zum Beispiel sagte neulich, da muss man sich dann die Nase um die Ohren schlagen. Ich so, Moment, nee, die Nase um die Ohren schlagen ist nicht richtig. Und dann war ich so verblödet, dass ich mich gefragt habe, wie heißt das denn wirklich? Ey, und dann dachte ich mir, die Nacht um die Ohren schlagen. Mhm. Und habe mir dann gedacht, das klingt jetzt klingt das irgendwie auch falsch. Und das war bei Buddy sehr häufig so, beim Moderationsteam. Ich habe das dann aber irgendwann aufgegeben. Und das war dann, glaube ich, die Phase, wo ich nur noch asiatische Bestellungen ins Mikro geschrieben habe. Ja, ey, ach Gott, meine Mutter, die hat immer, sie übersetzt einfach 1:1 indonesische Sprichwörter ins Deutsche. Oh, das ist geil. Sowas wie, da ist eine Garnele hinterm Stein. Garnele hinterm Stein? Ja. Ich weiß nicht, ist das so, da liegt der Hund begraben? Wahrscheinlich. Ach so, du weißt vielleicht es gar bedeutet nicht. Es auch irgendwas anderes, tiefgründigeres. Ich weiß es nicht. Ich die Garnele um die Ohren schlagen, heißt es nämlich eigentlich, ja. Da so, dann kam Game One. Genau. 8 Jahre, total erfolgreich. Eddie saß hier und hat das dann beschrieben, wie es dann bergab ging. Ne? Ich hab mir das auch noch angeguckt. Man muss an der Stelle auch mal sagen, weil das wird oftmals nicht angesprochen, Viacom bzw. MTV, ey, die haben uns das 8 Jahre lang machen lassen. Das muss man aus der Perspektive auch betrachten. Also klar, Game One hat aufgehört. Klar, das war jetzt auch irgendwie für uns dann auch schwer, einfach weil man sich halt etwas festgekrallt hat. Aber in 8 Jahren so eine Sendung irgendwie, das hat niemand von uns sicher träumen lassen. Wir haben am Anfang 8 Stück produzieren sollen nach dem Piloten. Mhm. Nach dem Piloten war sowieso erstmal gar nichts, ein halbes Jahr. Da wussten wir überhaupt nicht, ob das erfolgreich wird. Da haben wir angefangen, das zu produzieren, 8 Folgen. Nach 3 Folgen sollten wir angeblich abgesetzt werden. Und dann ging es halt irgendwie dann immer peu à peu weiter und das erkennt man halt irgendwie, dann wird man für 3 Wochen bezahlt. Mhm. Dann arbeitest du in der 4. Woche weiter und weißt nicht, ob du dafür noch Geld kriegst. Mhm. Und dass sich sowas aber 8 Jahre trägt, das muss man ins Verhältnis setzen, das ist schon echt fett. Also die haben uns auch vor allen Dingen nach sehr harten Grabenkämpfen auch echt machen lassen. Und das, glaube ich, hätte kein anderer Sender der Welt gemacht, schätze ich, ja. Und jetzt hast du aber auch wieder noch eine eigene Firma noch, also... Ja, also ja, nicht nur ich, die anderen Volltrottel sind ja auch mit dabei. Ja. Genau. Und du bist noch bei PlayStation Insight involviert? Ja, genau, da hat der Kollege Trant, der hat mich angesprochen, der hat bei Rocket Beans aufgehört und ich hatte 2014 war das, glaube ich, was haben wir jetzt, 2016, 2014 hatte ich so eine Phase, da war meine Frau mit dem zweiten Kind schwanger und da habe ich mir gedacht, ey, boah, ich glaube, ich muss mal so ein bisschen ruhiger treten, geht nicht mehr. Einfach, das war alles zu viel und zu absurd und zu schnell. Ich brauchte auch immer wieder in den letzten Jahren so einen Ruhepol, irgendwie so ein Gegenteil von all diesem Zirkus irgendwie. Ne? Und da habe ich mich dann zurückgezogen und habe neben der klassischen Moderationsarbeit, ich war nicht raus in dem Sinne, aber ich war auch nicht mehr Teil der Redaktion. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich mich mal so ein bisschen
erden, sag ich mal, ne? So. Mhm. Und dann habe ich einfach ein paar, ich habe mir selber so einen Plan gemacht, weil ich es einfach nochmal wissen wollte und habe so 3 bis 4 Herzblutprojekte aufgeschrieben, die wollte ich nach vorne bringen. Das waren eigene Spiele, das war so ein Competition-Portal irgendwie. Das sind alles so Hirnfurze, die ich irgendwann eines Tages nochmal rausbringen will. Oder eine eigene kleine Mini-Konsole mit Spielen, die ausschließlich mit 2 Mäusen bearbeitet werden. Da sitze ich immer noch dran. Mit 2 Mäusen? Lustig, dass sie so denkt. Ja, nehmt gleich mal 2 Mäuse in die Hand. Das ist total absurd. Stell mir gerade vor. Lustiger Gedanke, ne? Ja, aber ist wurscht. Und in dem Zuge hat dann der gute Trant, also Carsten, mich gefragt, weil er... können wir gleich noch drüber labern, wenn ihr Bock drauf habt. Mhm. Besser 2 Mäuse als 2 Tastaturen. Oh, gute Idee. Oh, das ist das nächste Projekt. Nee, der hat mich dann gefragt. Idee ja klauen jetzt eigentlich. Ja, mach doch. Entschuldigung, Idee klauen ist irrelevant. Umsetzung, das ist ja immer das. Ja, dafür sind wir, das können wir gut. Ja, sehr gut. Lass uns doch lieber warten, bis es eine Umsetzung gibt und die klauen. Oder so. Wir haben dich unterbrochen. Ja? Nö, ach Gott. Schreitest du mit? Wahrscheinlich hier. Das auch aufgenommen, das oder Band nicht? Noch mal an. 2 Mäuse. Mhm, 2 Mäuse. Nee, der Kollege hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, halt mitzumachen und mitzudenken. Und dann haben wir tatsächlich diesen Auftrag bekommen. Und das läuft jetzt. Das Wie lange denn noch? Ist das auch wieder 3 Wochen und dann bei der Firma? Nö, das ist... ist besser. Hängt ganz klar davon ab, irgendwie wie erfolgreich Inside PlayStation tatsächlich ist. Wie ist es denn? Also, ich glaube, solide, sagen wir so. Aber sagen wir auch so... Der Markt an YouTube-Videos, das wissen wir alle, ist halt auch unglaublich übersättigt. Noch. Oder aktuell oder wieder, nenn es wie du es willst. Aber dieser große Boom, der dann vor ja eigentlich so 3-4 Jahren angefangen hat, auch durch die Professionalisierung der Multichannel Networks, die ganzen Mediaagenturen reagieren drauf. Dagegen etwas zu setzen, egal wie qualitativ wertvoll das ist, dass es diese tollen Klickzahlen bekommen, die immer als Gegenwert genommen werden für die Industrie, um Geld zu verdienen, ist halt einfach mal. So gut wie nicht möglich. Es sei denn, entweder machst du genau das gleiche Geschäft, was andere Leute machen. Das will man eigentlich nicht, weil das ist genau das gleiche, was beim Fernsehen passiert ist. Dann müssten wir eigentlich alle Kochsendungen machen. Wobei die sind auch jetzt Obwohl auch der raus. Ja, bekommen. Indonesisch. Asiatisch. Reis. Ja. Reis. Naja, nö, es läuft, ich glaube, das läuft ganz solide. Es wird immer wieder an den Stellschrauben gedreht. Anne Wolf, die waren ja auch hier zu Gast und Carsten, die machen einen fantastischen Job. Und mal gucken, wie lange das läuft. Also ich würde mir das wünschen, dass das weiterläuft. Du weißt ja auch, was die gemacht haben, ne, hier in der Sendung. Habe ich mitgekriegt, ja. Freust du dich? Ja. Ne? Ich würde sagen, wir können jetzt zum nächsten Programm gehen. Weil es gab ja viele Fragen an Georg und mich von unseren Zuschauern. Jo. Weißt, wo sage mal lieber gerne Fans. Ja. Geh einfach immer davon aus, dass das quasi identisch ist als Schnittgruppe. Zuschauer und Fans. Ja, Budi. Soll ich, oder was? Gerne. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich fand es immer sehr lustig, wie unbeholfen die anderen Leute beim Spülen waren. Bist du ein guter Hausmann, Budi? Boah, Definitionssache irgendwie. Du hast jetzt lange gewartet, das ist definitiv ein Nein, ne? Ja, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, immer so, ne? Das ist immer so, auf jeden Fall. Ich habe auch so den Klassiker von wegen, wir haben zum Glück eine Spülmaschine. Alter Schwede, ist eine Spülmaschine toll. Hatte ich Ewigkeiten nicht. Aber wenn die halt voll ist, ne? So. Warum macht man die nicht anmachen? An? Exakt, was soll das? Als ob ich das extra mache. Das hat ein sehr, sehr guter Comedian auch uns zum Teil zu seinem Stand-Up-Programm gemacht. Warum macht man nicht, als ob ich das extra mache? Ich denke, da passt halt noch was rein. Das ist so, ich glaube, das Wassersparen ist noch verankert in ihm so. Also. Wasser ist wertvoll, hallo. Eigentlich müsste ich das jetzt auch voll machen, aber ich lasse das. Hier sind die Fragen, gleich, oder was? Gleich kommt die Frage. Habe ich gelesen. Welche Frage? Hast du die Frage schon gestellt mit dem Wasser? Nein. Da gibt's eine. Oh, hier. Kann ich aber als erstes nehmen. Blutlinge Nyadis Brotbeck auf Facebook fragt, warum gibt es bei euch kein warmes Wasser? Ah, da ist sie ja. Haben wir die nicht schon mal gehabt? Ne? Die wird ja immer wieder gestellt, meistens von den Gästen, warum wir kein warmes Wasser haben. Guck doch mal, am Boiler hängt so ein Kabel, ne? Siehst du das? Ja, Strom. Siehst du? Halt mal hoch. Ich hab Wasser in den. Siehst du? Deshalb gibt es bei uns kein warmes Wasser. Das Kabel ist zu kurz. Also, stellt nie wieder diese Frage. Denn theoretisch, das Kabel ist zu kurz. Da kannst du doch einfach so eine Dreifachsteckdose oben auf die Spüle legen. Meinst du? Ja. Warst du irgendwie mit so ein bisschen Teppichklebe beim Fest? Ja. Ich habe auch gerade eben echt überlegt, so, ich habe ziemlich nasse Hände. So, zieh mal am Kabel. Ja, okay, was passiert hier? Möglicherweise. Können wir mal die Spüle nochmal sehen?
So. Sieht das bei euch zu Hause dann auch so aus? Oder, ah ne, ihr habt eine Spülmaschine, hast du gesagt. Nee, aber tatsächlich inzwischen nicht mehr. Also das ist so soll kein altkluger Vater-Talk jetzt werden, aber ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich angenehmer sein kann, tagesformabhängig, dass der Scheiß einfach tatsächlich weggemacht wird, wenn man ihn benutzt. Weil dann ist er weg. Dann belastet. Ja, aber dann musst du ja jedes Mal, wenn du irgendwas benutzt hast, das spülen. Oder meinst du mit der Spülmaschine reinstellen? Ja, natürlich. Also ja gut, okay, klar. Ja, aber das ist für mich schon Gewinn. Das ist schon was lange Jahre in mir reifen. Hast du nicht mal, haben wir das nicht schon neulich mal als Gesprächsthema gehabt, hast du nicht mal mit Simon auch zusammen gewohnt? Ja. Wie war das denn da in Sachen Spülen? Das war, also sagen wir so, der Anteil von der Spüle und von dem dreckigen Geschirr in diesen Räumlichkeiten, der ist, würde ich mal jetzt mal so abschätzen, bei so 2%, vielleicht weniger. Ja? Bei uns war es andersrum. Es war 98% dreckiges Geschirr. Aber vermutlich nicht nur einfach dreckig, oder? Nö. Ich wette, Simon hat bestimmt auch Essensreste mehrere Tage oder Wochen stehen gelassen, irgendwo unterm Sofa oder das, so. 100%? Oder? Ja. Das hat er schon bei Giga, also bei Giga selber gemacht. Da hat er irgendwann mal so eine Paella gemacht und die in so eine Tupper-Schüssel getan. Ey, also, und diese, sagen, diese gärende Paella, ich weiß gar nicht, wo die im Sommer stand. Irgendwann stand sie nachher draußen vor dem Container und wurde geöffnet mit so einem säuerlichen Blub. Sie geöffnet worden, dann hat es irgendwann reingeregnet und dann ist das irgendwie in die restliche Natur übergegangen, hat glaube ich 2 oder 3 neue Pflanzenarten begründet, aber bis dahin stand das irgendwo vermodern und ich habe keine Ahnung wo, deswegen die Frage mit Simon, ja, wie das ausgesehen hat, wenn Dinge in der Spüle gewohnt haben dort. Ja, also man konnte ziemlich gut mit diesen Leuten oder Wesen diskutieren. Ja. Nein, das war natürlich am Anfang war das genauso, wie man sich das klischeemäßig halt auch vorstellt. Das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Es war so, dass das, meine Freundin auch einfach ungern zu uns, die ist einfach nicht gern gekommen. Die ist einfach wirklich nicht gern gekommen. Und von der Toilette fange ich gar nicht an. Kommst du zu uns, Schatz? Nee, sorry, nee, ey. Sorry. Also, nee, aber an der Stelle. Oh Gott, hast du gerade das Wort Toilette? Das ist alles nicht mehr so schlimm. Ne? Wirklich nicht. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt aller Spiele, ey. Also, da bin ich fast ein bisschen stolz drauf, weil das so unmenschlich ist. Hast du noch eine Frage für uns? Ja, habe ich. Xero fragt über Twitter, Lappenschwamm oder Bürste? Die Frage würden wir gerne an dich weitergeben. Schwamm. Ja, ne? Schwamm. Also, kommt drauf an, ne? Aber niemand spült doch ausschließlich mit der... Wenn du etwas, nur einen Gegenstand zum Spülen benutzen darfst, dann wirst du doch nicht die Bürste nehmen, oder? Nein, Schwamm. Nein, Schwamm. Bürste? Genau. Wozu braucht man eine Bürste? Für Simons Töpfe zum Beispiel. Oder zum Beispiel, die schmeißt man weg. Wenn du diese scheiß langen Gläser hast, in die du mit dem Schwamm nicht vernünftig reinkommst. Ja, das stimmt. Oh ja, natürlich. Das sind diese... Wenn am besten irgendwie so ein bisschen eingetrockneter Saftrand oder Sud, Milch. Ja. Nächste Frage bitte. Nächste Frage. Eine kleine Anekdote noch. Als ich bei Giga Games dann angefangen habe, ne, Leute? Ja. Und dann tatsächlich das Casting in Anführungsstrichen gewonnen habe, da habe ich Wieso ja auch Casting in Anführungsstrichen? War das ein Casting? Ich sollte 2x6 Minuten reden. Ja. Auf jeden Fall wurde ich eingestellt als Volo, das war geil. Ja. Und dadurch, dass ich halt auch im Teufelskreis sitzen durfte, also so hieß er ja, ne? Mhm. Das war ich auch die Anordnung von den 3 Tischen in Kreisform. Genau. Habe ich auch so einen Spind im Studio zugeschrieben bekommen. Ich hatte einen Spind. Diese grünen Dinger, ne? Wessen Namen durftest du abreißen, als du den Spind... Stand kein Name drauf, ich mache ihn an und was finde ich da drin? Teller und Essensreste und zwar von unten bis oben gestapelt, komplett. Ich habe zuerst gedacht, es wäre Mobbing. Nein, es war kein Mobbing. Es war einfach soziales Unvermögen. Eddie... Ihr hattet doch über unter dem Tisch stand noch auch Mülleimer. Ja, aber die sind voll gewesen. Was macht man, wenn die voll sind? Ab in den Spind. Aber die wurden doch jeden Tag... Ja, ist doch logisch. Ist doch klar, alles im Spind. Und dann Wasser rein und Schwamm und dann erledigt sich das Problem von selber. Vollkommen logisch, ey. Ich war neulich mal wieder da und da standen auch so diese grauen Ikea-Spinde oder was. Ne? Wo warst du da? In Düsseldorf? Ich war im alten Container. Was hast du da gemacht? Ja oder was? Gelabert habe ich da. Und da sind noch die Spinde? Nee, also die haben auch graue Spinde und ich habe kurz überlegt, ob ich da reingucke, ob sie den jemals geöffnet haben. Es sind immer noch dieselben Essensreste drin. Ist das nicht das Studio von TVNRW mittlerweile? Genau. Und da warst du zu Gast? Ja, nee. Ich bin da reingelaufen. Ach so. Halt, ne? Hast du den Beeper noch gehabt oder was? Hast du den Beeper noch gehabt, um die Tür aufzumachen? Nee, leider nicht. Oder war, können wir dir jetzt...
Geheimprojekt aus der Nase ziehen? Nö, überhaupt kein Geheimprojekt. Also Rocket Beans läuft ja tatsächlich auch abends in der Games Night. Ach ja, stimmt. Genau. Zusammen mit Kollegen von Freaks4U, also GameSports, ja. Laufen ja tatsächlich Formate abends da. Ach so. Und GameSports selber, das E-Sport-Format, wird auch tatsächlich aus dem alten Giga-Container gestreamt. Ja, das war gestreamt, genau. Produziert. Und in dem Zuge waren wir halt da. Und es war schon sehr lustig, da mal wieder durchzurennen, ganz ehrlich. Dass dieser Container halt immer noch da steht, ne? Der wird ausgebaut, das habe ich nicht gesehen. Der steht da jetzt seit fast 20 Jahren, Container, der als Studio genutzt wird. Rudi, vielen Dank fürs Spülen. Ich glaube, ist alles weg. Können wir mal hier nochmal rein beamen, ne? Guck mal. Ich habe noch nicht getrocknet. Und das Wasser läuft ab heute. Vor allen Dingen ist er der Einzige, der nicht genölt hat und, und hat es vernünftig gespült und vernünftig hingestellt. Großer Respekt von uns allen. Wirklich. Komm, du darfst dich wieder setzen auf die Couch. Darf ich mir noch einen Kaffee klauen? Ja. Applaus ist eigentlich falsch. Ein einfacher Dank hätte gereicht, weil wir haben ja nicht wirklich bezweifelt, dass jemand in der Lage ist zu spülen. Ja, aber ohne Widerworte. Alles weggespült. Das sieht auch noch gut aus. So gut hat keiner gespült. Ich habe gelernt, Widerworte ist Energieverlust. So. Hinterm Stein. Ich hatte doch hier irgendwo so einen Zettel mit Fragen. Zettel, genau. Wir wollen ja mit dir hier. Sehr gut. Also folgendermaßen. Du bist ja. Das musst du doch beim Spielen machen, ne? Nee, nicht beim Spülen. Nein, beim Spielen. Beim Spielen, ja. 30 Minuten wird mir hochgehalten. Was heißt 30 Minuten? Wir müssen noch 30 Minuten machen? Wir haben 30 Minuten. Macht's gut, ihr lieben Golding, wo ist die richtige Kamera? Das war's für nein, heute. Nein! Nein, das stimmt nicht. Also wir schneiden das digital auf die richtige Arbeit. Dauer zusammen. Bei Rocket Beans, das, was ihr jetzt vielleicht seht, ist die Sendung nur 30 Minuten. Die hat nicht mehr. Ihr habt gerade das Autorennen verpasst. Alles Mögliche. Das Paragliding habt ihr auch nicht mitgemacht. Gewinnspiel. Ja. Mit wem sprichst du? Ich frage gerade, ob wir einfach länger machen dürfen. Ach so. Machst du auf laut? Wir können das digital schneiden. Mach mal laut. Wer ist das denn dann? Der Michael. Vielleicht genau. Machen wir die dann erstmal und überlegen dann, wie lange wir noch brauchen. Ja. Er schnauft gerade das Telefon. Ja. Wir können das schneiden, Michael, macht nichts. Wir können die auch runterkürzen auf 20, Michael. Ja. Ihr verpasst so viele gute Sachen dann. Georg sagt gerade, du verpasst so viele gute Sachen dann. Du im Speziellen. Im Speziellen, ja, als großer Fan der Sendung. Ja. Viertelstunde problemlos. Ja. Geil, danke, Michael. Viertelstunde länger, das heißt 45, ne? Knaller! Super, Michael, tschüss, geil. Tschüss. Rudi? Rufst du in der Viertelstunde nochmal an? Ja. Den Gedanken hatte ich auch. Also wir haben jetzt was vor. Wie geht das nochmal? Wir haben vor allen Dingen nichts vor, was eine Viertelstunde dauert. Ich finde das gut, dass ihr das schon abgeklärt habt, dass wir eine Viertelstunde länger machen dürfen. Dann ärgern wir einfach nochmal. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch 10 Minuten, oder? Du hast so lange gequatscht. Entschuldigung. Wir haben zwei Dinge. Ja, genau. Jetzt sortieren. Eins davon ist ein Spiel, das du für uns machen darfst. Wir haben echt lange hin und her überlegt. Wir haben wirklich lange hin und her überlegt und gemailt. Und da... Ich weiß nicht warum, aber bei uns jeder Name im Mailverteiler viermal aufgenommen ist, kriege ich von jeder Mail aus diesem Verteiler die Mail immer viermal. Und da haben wir halt diskutiert, was spielen wir eigentlich mit Rudi? Und dann haben wir uns erst gedacht, ist Asiate StarCraft? Und dann dachten wir uns, wir wollen, nee, aber ich weiß, dass du StarCraft magst. Mhm. Wir wollen, nachdem wir eigentlich schon das Feld Let's Plays mit unseren letzten Gästen sehr effektiv abgedeckt hatten, haben wir uns dann überlegt, wir können ja eigentlich mal in Richtung E-Sports gehen. Das ist auch klar, so ein Feld, das wir jetzt noch nicht so extrem beackern, wo Jochen aber selber sehr aktiv war und ist. Und haben dann gedacht, können wir dich vielleicht so als E-Sports-Kommentator nehmen? Ja, okay, gerne. Machen wir nicht. Schade. Hat Jochen abgelehnt. Ach, Mann, ey. Dann haben wir uns gedacht, lass uns doch mal über den Tellerrand gucken, über den Horizont quasi. Vielleicht müssen das ja gar nicht Computer- und Videospiele sein, die man miteinander spielt. Und haben uns überlegt, wir können ja auch sowas wie ein Kartenspiel nehmen oder ein Brettspiel oder Schnick, Schnack, Schnuck oder so. Haben wir auch abgelehnt. Und dann haben wir uns gedacht, der Budi hat sich ja in der Vergangenheit mehrfach reproduziert, wie Jochen neulich auch. Dann nehmen wir doch irgendwie ein Spiel, was mit Kindern zu tun hat.
Und das ist jetzt die finale Version gewesen, die wir am besten von denen fanden. Genau. Weil du kennst dich ja mit Kindern aus. Du weißt ja, wie alt sind deine Kinder jetzt? Bald vier, bald zwei. Die waren aber auch ganz klein und da musstest du wickeln und Flasche geben. Ja, ja, hat das ja. Muss man das nicht mehr mit vier und zwei? Wickeln mit zwei noch, ja. Aber Flasche geben nicht mehr. Flasche die sind doch noch schon umgestellt. Flasche geben die kann man doch schon Reis, kann oder? Man nie aufhören. Ja, also, es ist so klischeehaft, aber ja. Die aber stehen, Moment mal, weil die stehen voll auf Reis. Aber irgendwas müssen die trinken. Du musst irgendwie die Cola geben. Sagen, wie die müssen trinken. Ja. Also du kennst dich aus. Und Let's Plays sind ja der geilste Shit bei YouTube. Ja. Und wir möchten gerne mit deinem großen Namen natürlich ein Let's Play aufgezeichnet bekommen. Hier haben wir auch so eine Blockerkamera für dich. Knaller. Ne? Ja. Und das dürfen wir dann auf YouTube stellen und wollen dann... Ganz können wir das nicht mit kriegen. Schminktipps vielleicht noch verbinden, wenn wir schon so eine Blogger-Kamera haben? Nein. Okay. Okay, ich mach die jetzt mal. Aber dann hätten wir ein bisschen was für auch für die weibliche Zielgruppe, mal abgesehen davon, dass Buddy natürlich, du doch da. Dafür, dass Buddy natürlich selber ein großes Zugpferd ist. Für die Zuchtpferd, ey. Warte mal. Ich muss jetzt nur mal die Kamera hier anmachen. Das ist eine lustige Kamera, ne? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Das haben wir neulich schon mal gehabt. Ich habe ein grünes Licht. Alles klar. Das ist rot. Nee, auf der anderen Seite ist ja, grün. Okay. Auch so. Mann. Da war ein rotes Bildschirm. Super, guck, hier ist ein Bildschirm. Kipp das nicht um. Du musst jetzt hier hinkommen, Budi. Das ist deine Kamera. Wie gesagt, das wird ein tolles Let's Play. Du musst alles beschreiben und parallel. Parallel. Komm her. Hier ist der Platz. Du kennst unser Wusel-Dusel-Spiel. Bitte schön. Okay. Das wir selber frei erfunden haben und das es noch nie irgendwo sonst zu sehen gab. Ja. Das ist kreativ auf unseren Mist gewachsen. Das ist ja gar nicht die Pizzaschachtel. Das funktioniert folgendermaßen, das Wusel-Dusel-Spiel. Setz dich nicht auf einen von den kleinen Kartons. Setz mich mal hier hinten hin. Willst du dich jetzt da auf die Heizung hocken, ey? Ich glaube, wir haben keinen Stuhl. Wie, wir haben keinen Stuhl? Ich hole mir den Pizzakarton aus dem anderen Büro. Okay, mach das. Erklär du ihm, wie es geht. Ich stelle dir Fragen. Ja. Die Antwort auf die erste Frage ist Wuseldusel. Die Antwort auf die zweite Frage ist die Antwort, die du eigentlich auf die erste Frage gegeben hättest und so weiter. Hättest oder hab? Also die ich... Hättest, sonst würdest du ja immer dieselbe Antwort wiederholen. Genau. Verstanden. Ja? Verstanden. Okay, Hab ich. Versuche ich. Das werde ich gleich zufällig, Alter. Wenn du am wenigsten damit rechnest, anfangen. Okay, alles klar. Kennst du dieses Spiel? Nein, ich kenne dieses Spiel nicht. Aber das ist schon der zweite Teil. Okay, geht's los oder was? Ich bin mir eigentlich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wenn ich so ein Spiel sehe und das heißt, boah, das gedudelt. Wenn ich so ein Spiel sehe und das heißt My Sweet Baby 2, nicht abspeichern, was machst du denn da? Start musst du. Nee, Fullscreen, F11. Ach so, die sind hier. Wo sind denn die FN-Tasten? Umschalt, da. So schöner. Das wussten wir nicht. Wenn ich so ein Spiel sehe, darf ich vielleicht kurz, und es heißt My Sweet Baby 2, dann denke ich, wenn ich so ein Spiel machen würde, würde ich dem vielleicht auch den Titel 2 geben, damit das den Eindruck erweckt, dass das Spielprinzip so gut ist und vom ersten Teil, der so erfolgreich war, noch eine zweite Version gemacht wurde. Ja, exakt. Sehr gut. Vielleicht so. Muss ja nicht mit drauf. Die Fortsetzung des Welthits. Vor allen Dingen titter.com steht da. Ja, das habe ich mich auch gefragt, das ist ein bisschen befremdlich, oder? Titter, ja, vielleicht aber auch nur als deutschsprachiger. Also ich würde jetzt, ja. Es geht nicht. Also, ich würde jetzt praktisch anmachen hier. Hab ich schon. Und dann... Läuft schon. Ach, läuft schon? Ja. So, dann fang doch jetzt dein Let's Play bitte an. Na gut, okay. Da ist die Kamera. Aber klischeehaft Let's Play oder? So wie du es dir vorstellst. Also, jeder hat ja seinen eigenen Stil. Okay. Was machst du da? Herzlich willkommen, Leute! Let's Play. Wir spielen heute My Sweet Baby 2, das Erfolgsspiel aus dem Hause titter.com. Fantastisch, viele Leute haben es gefordert. Vielleicht Baby noch ein kleines Endorsement für unseren Sponsor. Musst du offen halten, welcher Sponsor das ist. Das machen wir dann so als Voice-Over rein. Okay. Ja. Präsentiert von? My Sweet Baby 2 hat so harte Rechnervoraussetzungen, dass ich das natürlich nur auf meinem 1A super krassen Gaming-Rechner spielen kann, von der Marke Titter. So, ich bin gespannt, wir springen einfach gemeinsam rein ins Spiel. Name Budi. Echt? Muss ich meinen Namen nehmen? Oder nee, was? Musst du nicht. Weil der Clou an dem Spiel ist, das kommt ja nachher nochmal. Gorgonta! Das heißt mein Baby. So, echt? Alles klar. Gorgonta! Okay, los geht's. To finish this level, the statues of your baby, babies has to be education 60, happy 60, tired 60. Oh, ich hab sehr geguckt. Oh nein. Okay, los geht's. Also braucht das schon Education? Das ist doch gerade das ist. Ey, guck mal, wenn ich zweimal drücke, dann rennt das Baby. Rennt Gorgonta! Okay, Gorgonta, was mache ich? Erstmal essen.
Spielen, spielerisch essen, sehr gut. Ich stelle dir jetzt kurz, während du das weitermachst, das finde ich fantastisch, ich mag auch den Namen Gorgonta. So, Gorgonta geht nicht zum Spielen, fantastisch. Stelle ich dir ein paar Fragen, Buddy. Alles klar, und Gorgonta spielt und kriegt ein paar Pluspunkte. Hörst du mich? Ich höre dich, gut. Das Let's Play nicht vernachlässigen, das ist deine Schule. Nicht mich anschreien! Da ist die Kamera, das Let's Play, da muss ja auch ein bisschen die Zuschauer anreden. Sag ich ja. Ja. Also, wir haben passende Fragen zum Thema. Was wäre dein... Mein Gorgonta frisst eine Pille, Alter. Ich drück auf. Ich gehe mal. Vielleicht geht's Gorgonta nicht gut. An. Und jetzt will sie nicht mehr. Sie. Wahrscheinlich. Doch eine Sie. Weiß man nicht. Hat aber Bildung verloren und ist glücklich durchs Pillenfressen. Das reicht. Moment mal, das glücklich ist ja sein ist zu Ende. Du musst doch noch das Wusel-Dusel spielen. Genau. Ja, alles gut. Ja, ich komme ja nicht dazu, Fragen zu stellen. Jetzt geht's los. Ja. Also, was wäre dein Spitzname als Serienkiller? Wusel-Dusel. Wie würdest du dein Meerschweinchen nennen? Gorgonta! Dein Spitzname ist ja... Oh. Dein Lieblingsschimpf... Gorgonta muss auf jeden Fall richtig gut werden. Dein Lieblingsschimpfwort? Sag nicht, dass du schon raus bist bei dem Spiel. Also alle anderen haben die Frage noch beantwortet, ja, alle Gäste. Ich muss noch nachdenken, Entschuldigung. Und ein bisschen das Let's Play, denkt dran, das soll ja Klicks bringen. Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Nee, warte, ich muss kurz nachdenken, weil ich muss nämlich... Weil bisher hast du eigentlich nur Gorgonta geschrieben. Exakt, ja. Das Baby ist auch hungrig, glaube ich. Ich trinke jetzt erstmal was. Und das ist dreckig. Du hast das dreckig, es ist nur noch 19 dreckig. Das ist wirklich dreckig, dann muss ich noch Moment, mal warte mal, also, ist 19 dreckig, ist 19 dreckig ist wenig dreckig oder viel dreckig? Kackenkack. Was? War das gerade eine Antwort? Ja! Das Grundprinzip des Spiels ist, dass du immer die Frage, ne, um eins versetzt beantwortest. Ich weiß, ja, verdammt. Ja, aber das ist vielleicht auch ein guter Name. Willst du nochmal von vorne anfangen? Ja, gerne. Was wäre dein Spitzname als Serienkiller? Wuseldusel. Wie würdest du dein Meerschweinchen nennen? Gorgonta. Dein Lieblingsschimpfwort? Bist du schon wieder raus? Warte, ich hab's gleich. Wie findest du das Spiel? Das Spiel ist fantastisch. Dr. Octogonagon. Dr. Octogordogon? Gonogon. Wichtig. Ja. Wie nennst du deine Mutter? Kackenkackenkacker. Das Spiel färbt ein bisschen ab, ne? Ja, wirklich. Beim Sex denkst du an? Wie nenne ich das jetzt? Was sage ich denn dazu? Dankbarkeit? Nee, das ist falsch. Das ist ein falsches Wort. Ich habe wieder ein indonesisches Sprichwort. Du hast Sprichwort das Spiel wieder nicht verstanden. Doch, ich habe ein indonesisches Sprichwort am Start. Ich krieg's nicht hin. Die nenne ich halt meine Mutter, richtig, ne? Dankbarkeit. Ja, hallo? Das ist wichtig. Ist das in eurer Kultur nicht wie so? Wie nenne ich meine Mutter Dankbarkeit? Mom. Ich bin noch dabei, jetzt spiele ich weiter. Ich muss nebenbei. Du hast mir den super Gag versaut. Beim Sex denkst du an und ich habe erwartet, du sagst jetzt Mama. Das wäre halt lustig gewesen. Du sagst, beim Sex denkst du an Dankbarkeit. Ja, Entschuldigung. Ich versuche einfach nur, die Regeln des Spiels ein bisschen auszuheben. Wir sind noch dabei, ich bin noch dabei. Alles gut. Ja, doch. Ja. Nächste Frage bitte. Wer sagt dir, dass ich mal Lust habe? Worauf könntest du in deinem Leben verzichten? An gar nichts. Reine tierische Triebe. Das schönste Geschenk, das man mir machen könnte. Essen. Du bist wieder bei der falschen Frage, ne? Nee, auf was kann ich am wenigsten verzichten? War doch richtig, oder? Nee, worauf kannst du in deinem Leben verzichten? Ah, dann habe ich es falsch gesagt. Nee, ja, dann ist das Gegenteil. Worauf kann ich verzichten? Das Gegenteil von Essen? Strom. Braucht man nicht! Weiter geht's! Allgemein anerkannte Gegenteil von Essen ist Strom. Ich hab gewonnen! Yes! Kadang! Leute, gar kein Problem. Echte Skiller spielen My Sweet Baby 2.
und wird dann mein, richtig geil. Gorgonta hat überlegt, wir gehen. Alter, das muss ich noch weiterspielen. Guck mal! Das ist wie der Maulwurf hier sieht das aus. Es ist Whack-a-Mole ist das. Wir haben noch mehr Fragen. Ich spiele einfach weiter, genau. Also das schönste Geschenk, das man dir machen könnte, war Strom, war deine Antwort. Was würdest du an einem Brathähnchen nicht mitessen? Eine niegelnagelneue Sony FS7. Kann ich verstehen. Was magst du an deinen Kindern besonders? Fisch. Was? Auch das mein Brathähnchen nicht mitessen? Den Fisch? Den Fisch. Ups. Okay. Macht auch trotzdem Sinn. Ja, ja. Was versaut dir den Tag noch, bevor er angefangen hat? Ach Gott, jetzt habe ich tatsächlich die andere Frage vergessen. Nein, ich habe verloren. Timeout passt auch tatsächlich zum letzten. Schade, jetzt hast du eine Strafe verdient. Ja, habe ich. Pass auf. Jetzt habe ich es echt verfehlt. Verdammt. Was war die Frage davor noch? Das ist ultra schwer. Gutes Training. Also andere Leute haben das aber ganz easy hinbekommen. Wo war das hier nochmal? Hier. Was machst du denn da? So, pass auf. Hast du F11 nicht gefunden? Er hat eine Strafe verdient. Ja, guck hier, pass auf. Jetzt kannst du das nämlich bei Facebook sharen. Oh, da lädst du dich mal ein und sagst, ich habe ein cooles neues Spiel. Nicht den Namen einblenden hier, da müssen wir hier mal wegschalten. Ein cooles neues Spiel gefunden, das solltet ihr mal austesten. Alle denken bestimmt, dass Budi gehackt wurde, wenn das jetzt auf seinem Account auftaucht. Es ist das gemein. Oh shit, ich habe mein Passwort vergessen. Ja, ja. Ey, ich will mein Passwort. Vielleicht können wir dir dabei helfen. Das ist doch ein Scheiß-Trick. Ja, natürlich ist das ein Trick, Budi. Hab's. Da ist es, alles klar, super. Passwort das ist aber ein einfaches Passwort. Nein, auf gar keinen Fall, wenn ich dieses Passwort hier speichere. Mach doch! So. Wie, mein Passwort zurücksehen? Ist ungültig. Erneut versuchen. Jetzt lockt sich Budi aus. Wird nie wieder seinen Facebook-Account benutzen können. Das gibt's doch gar nicht. Reis? Vielleicht? Ist zu viele Buchstaben für Reis. Die Frage, wie geschrieben. Jetzt habe ich. Okay. Alles klar. Und jetzt bitte mal. Den schwarzen Bildschirm zulassen, blockieren, alles blockieren. Okay, und jetzt, was soll er denn schreiben? Irgendwas so. Oder hast du es schon geteilt? Super. Nee, aber ich überlege gerade, ich glaube, dann teile ich das direkt. Nein, auf deinem privaten. Du Schwein. Wieso? Ja, dann ich poste nie was. Ich habe, glaube ich, in den letzten 5 Jahren. Dann wird es mal Zeit. Ja. Du kannst vielleicht auch nach Möglichkeit alle deine Freunde in der Friendslist einzeln inviten zu diesem Spiel. Ja. Oh Gott, ist das gemein. So, jetzt geht's aber nicht. Ich krieg den Link nicht mehr rein. Warten auf facebook.com. Oh. Maisie Baby, jetzt kannst du was Sag etwas darüber schreiben. Sag etwas darüber. Ein tolles, cooles Spiel, so irgendwas in der Art. Wartet auf mein Let's Play oder so. Oh Gott. Das ist gut. Ja, ne? Cooles Wartet Spiel, mein Let's Play bei Super Games. Ja, ja. Ich habe Gorgonta erfolgreich großgezogen. Nun habe danach Maulwürfe vermöbelt. Aber ich schreibe nicht so einen Sinn. Ich weiß, wo der Erfolg. Das ist dieses Spiel. Wall of Text, das liest doch dann keiner mehr. Super Game. Super Game. Kann man mal. Nein. Muss man. Du sollst keine Rezension schreiben, du sollst das einfach nur kurz. Let's Play muss noch rein. Oh, bald gibt es dazu supergames.tv ein Let's Play. Das ist doch mal gut, was er schreibt, ne? Ja, aber viel zu lang. Echt? Also die Aufmerksamkeitsspanne hier von Generation Twitter, die ist doch nur 160 Zeichen, 140. Und jetzt auf Facebook posten, bitte. Nee, nichts mehr dazu. Oh Gott. Zack, raus ist das Ding. Cool. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Oh, das ist so peinlich. Es sei denn, du rufst mich ja nochmal an, wir brauchen nochmal eine 15 Minuten. Aber ich glaube, das... Wie sind wir denn in der Zeit, Thomas? Top, wir müssen aufhören. Rudi? Ja? Danke, dass du da warst. War großartig. Du musst vorbeikommen, Wann kommst du wieder? Das tat weh gerade, aber es ist auch lustig. Ich weiß nicht. Nächstes Mal wieder. Sehr gerne dabei. Nächstes Mal, okay. Nächste Folge. Ja, genau. Das doch, die Sendung wäre viel, viel leichter, wenn wir immer Budi einladen würden. Das Spiel habe ich trotzdem nicht gesehen. Wie viele Facebook-Follower hast du eigentlich? Das ist meine private. Ich habe nur eine private Seite. Ach so. Deswegen, also ich habe keine... Es gibt eine öffentliche Seite und die netten Leute, die verwalten, die...
fragen mich auch seit 12 Jahren immer. Ja. Aber das ist nicht. Okay. Naja. Das reicht aber schon als Sprache. Nur private Kontakte. Cool. Meine Mutter liest das jetzt. So. Das ist gut, die Krabbe hinterm Stein und so. Exakt. Ne? Garnele. Danke, dass du da warst, Budi. Dankeschön für die Einladung. Achso, du hast ja noch eine Autogrammkarte von uns verdient. Dankeschön. Die wolltest du ja haben, ne? Ja, bitte. Richtig. Bitte. So, Jockel und Georg schon. Geil. Du musst mir den Stift brauchen. Achso, den Stift brauchst du auch. Und damit sind wir am Ende unserer 5. Folge von der Georg und Jockel Show. Vielen Dank fürs Zuschauen und es war ein großer Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ganz geil.